Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. In der letzten Folge sind wir hier in der Mine angekommen. Und ich habe so ein bisschen an den Einstellungen geschraubt, das habt ihr ja schon in der letzten Folge gemerkt. Und jetzt gehen wir mal in den Keller. Das wird jetzt richtig lustig, ich erinnere mich daran noch, das erste Mal. Da war ich da schon ein bisschen aufgeregt. Mittlerweile finde ich das eigentlich ganz lustig. Wir schauen einfach mal, wo wir hier landen. Hier gibt es erstmal wieder eine fette Notiz. So, ich muss einmal ganz kurz was nachschauen. So, okay. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen? Siehst du diese Warnung? Bleibt dieser Seemonster. Bleibt das Seemonster-Tor verschlossen? Okay. Geh nicht weiter. Pff. Als ob ich davor Angst habe. Wer bin ich denn? Aber allein schon das mit den Kerzen, das wirkt hier schon wieder so ein bisschen nach Ritual. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Übrigens möchte ich noch kurz anmerken, dass Games for Windows Live der größte Scheißdreck ist, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wer war denn das? Darüber habe ich mich jetzt aber erschreckt. Mensch, wer war denn das? Oh mein Gott. So. Der Typ ist da unten auf jeden Fall unterwegs. Der darf uns nicht bekommen. Joa. Dementsprechend müssen wir jetzt so richtig schön vor dem wegrennen. Ich weiß gar nicht, ob es einen bestimmten Ort gibt, wo wir hin müssen. Das weiß ich gar nicht mehr. Es kann sein, dass es den gab. Aber wir rennen jetzt erstmal. Ich habe halt keinen Plan, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir mussten hier irgendwelche Sachen suchen. Kann das sein? Wir schauen erstmal einfach. Er ist nicht tot. Der Ewige liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Last öffnet uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Alles klar? Ich glaube, wir müssen jetzt die Leichen finden, wenn ich mich recht erinnere. Und die setzen dann hier oben quasi immer irgendwas frei. War das so? Genau. Wir müssen hier alle finden, alle Geister, und dann können wir hier dieses Ding irgendwas damit machen. Wir werden sehen. So, kann ich hier runterspringen? Nein, das ist nicht so günstig. Ja, da müssen wir jetzt die Leichen suchen, das wird lustig. Und wir sollten diesem einen Typen natürlich nicht begegnen. Das wäre durchaus von Vorteil. Hier haben wir wieder eine Leiche. Das Ritual ist also fehlgeschlagen. Wo gehen wir lang? Okay, von da kamen wir ja quasi. Hier ist noch jemand. Ich weiß gar nicht, wie viele wir genau finden müssen. Ich habe keine Ahnung. War das hier nicht der Anfang? Ich weiß es gar nicht. Da steht auf jeden Fall der Typ. Jetzt sind wir weggegangen. Jetzt sollte der eigentlich verschwunden sein, oder? No, er kommt hierher. Schiete. Besser nicht. Nein, nein. Hier ist wieder jemand.
ist schon ganz spannend. Sind wir hier jetzt auf der anderen Seite, wo wir eben waren? Ja, hier bin ich lang gelaufen. Als ich meinte, nein, nein, hier geht's nicht lang. Ich glaube, da vorne waren wir noch nicht in diesem Gang. Von hier kam ich, das bringt mir nichts. Einmal kurz Kopfkratzen, man sollte hier halt echt nie, eigentlich nie stehen bleiben. Also man sollte das echt versuchen, durchgehend in Bewegung zu bleiben. Ansonsten ist man hier ganz schnell am Arsch. Nein, sowas von nein. Also ich kann nicht mehr nein sagen, als ich jetzt gesagt habe. Sowas von auf keinen Fall. Okay, jetzt ist er sowieso abgehauen. Und hat sich verzogen, dann können wir da ja jetzt lang gehen. Ich weiß auch nicht, ob das schon reicht an Leichen, die wir haben. Wir schauen einfach mal nach. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht reicht es ja schon, das wäre ganz günstig. Waren es 4? Okay, das scheint schon ausgereicht zu haben. Puh. Der da hat so ein komisches Halbmond-Dingens. Das hier ist es, glaube ich, oder? Ja. Der da hat ein Z. Ich glaube, das war es noch nicht. Wir haben noch nicht alle Leichen. Der hier hat so ein Eurozeichen. Was ist das? Nee, da ist noch ein... Doch, das könnte es sein, oder? Nee, das sieht noch ein bisschen anders aus. Das könnte es sein, ja, das ist es. Und er hat 2 Leichen fehlen uns noch. GG. Die müssen wir jetzt suchen. Vor allem wissen wir auch nicht, was die Reihenfolge davon jetzt ist. Das macht das Ganze leider auch so ein bisschen problematisch. Gut, dann rennen wir jetzt noch ein bisschen verplant herum. Und suchen noch 2 davon. Eigentlich ist das, wo er immer ist, gar nicht mal so schlecht. Denn, das zeigt vielleicht auch ganz gut an. Ja, hier waren wir zum Beispiel jetzt noch nicht. Es zeigt vielleicht auch ganz gut an, kann ich mir gut vorstellen, wo man noch lang gehen könnte. Hier gibt's nichts mehr. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich jetzt nur noch eine, denn das letzte habe ich damals, glaube ich, immer geraten. Ach komm!
Okay, jetzt ist der sowieso weg. Das heißt, wir rennen hier rein. Hier haben wir, glaube ich, schon irgendwo jemanden gefunden. Wir rennen den Weg noch einmal komplett ab, bis nach ganz hinten durch. Ich hoffe mal, habe ich mich vielleicht verzählt und das war jetzt schon die letzte gewesen? Ich weiß es ja nicht. Ich laufe hier noch einmal kurz ab. Vielleicht ist hier noch irgendwo was gespawnt. Ja, nicht. Naja, wir schauen einfach mal. Aber ich würde eigentlich sagen, ich war jetzt schon fast überall. Hier gibt es ja irgendwo so ein Dingens. So ein Rundlauf quasi. Das wird der hier sein, denke ich. Moment, hier ist eine Karte, da könnte ich einfach drauf gucken. Ja. Genau hier wollte ich rein. Nee, also ich glaube, wir gehen noch jetzt nochmal gucken, ob wir wirklich noch einen brauchen oder noch, also ob wir jetzt wirklich noch jemanden brauchen. Oh shit. Da schauen wir noch einmal kurz, aber das hier war ja... Genau, hier war nichts mehr. Dead End. Wo sind wir hier jetzt? Hier oben. Bin ich hier schon lang gegangen? Ja, oder? Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor hier. Puh, anstrengend. Aber gut, wir schauen erstmal, vielleicht reicht's ja jetzt. Wäre auf jeden Fall nice. Ich laufe hier jetzt noch einmal rum. Vielleicht ist hier irgendwo jemand runtergefallen, aber das sieht eher nicht so aus. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie ich überhaupt auf die Reihenfolge dann kommen soll. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, das sollte jetzt theoretisch reichen, oder? 1, 2, 4, 6, ja. Sagen wir mal erst der erste. Dann ist das zweite das Z. Das dritte ist dann ja wieder ein Z. Wir probieren es einfach. Dann ist 1,
Eins, zwei, drei. Das Euro-Ding. Das da. Und das haben wir jetzt hier. Das da. Und das hier müssten wir jetzt theoretisch raten. Ja, man findet halt einfach nicht die Dings raus, ne? Das ist das Problem. Haben die irgendwie eine Zahl auf dem Rücken oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ist er vielleicht ein bisschen weiter vorne? Ja, ihn habe ich sowieso immer als 1 genommen. Wenn man von links nach rechts liest. Ich weiß nicht. Wir schauen uns noch einmal kurz die Notiz da unten an. Vielleicht hilft die uns weiter, aber das war ja nur irgendwas mit Gott oder so. Moment. Vielleicht zeigt uns das ja an, mit was es anfängt und mit was es endet. Also quasi endet es dann mit diesem Vogel, oder? Mit diesem M. Oder diesem Vogel, I don't know. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es wäre ja das. Es speichert gerade, aber es bringt... Oder? Es hat wohl doch was gebracht. Oder irre ich mich? Wir kontrollieren jetzt nochmal. Dieser ist dieser. Dieser ist dieser. Dieser ist der. Der ist dann das Ding. Der ist das Ding. Vielleicht müssen wir die letzten beiden mal vertauschen. Nein. Er hat dieses Ding. Ich weiß es nicht. Es macht halt in meinen Augen schon logikmäßig Sinn. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich schneide hier jetzt einmal kurz. Notfalls begebe ich mich nochmal auf die Suche und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Hallo. Und ich glaube, ich habe es jetzt endlich gecheckt. Kann das echt so sein? Schaut mal, hier sind überall so Formen drum. Die habe ich bisher immer komplett ignoriert. Und hier sind die auch an der Seite. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Das hier scheint aber schon zu passen. Das nächste ist die Raute. Die Raute hat das Euro-Zeichen. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ist es das? Nein. Ich hätte auch einfach in die andere Richtung drehen können. Dieses hier, oder? Ja. Was haben wir als nächstes? Wir probieren es einfach. Den Stern, der hat... Der hat dieses. Wieso ist mir das nicht vorher aufgefallen? Jetzt haben wir einen Kreis. Der Kreis hat das Z. Das Viereck. Was haben wir da hinten? Das hat auch das Z.
Okay. Das scheint funktioniert zu haben. Habe ich jetzt wieder ein Ritual angefangen? Was ist das? Ich weiß nicht, ob das so gut war. WTF? Diese Richtung soll ich, glaube ich, gar nicht. Die Folge wird jetzt echt ein bisschen länger. Sorry. Hier komme ich auch nicht hoch. WTF? Soll ich doch zum Haus? Hier kann ich was lesen, okay. Der Fluch des Seemonsters, das henochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf dieser Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Minen durchstreift. Dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Der letzte war also der Typ, der rumgelaufen ist. Okay, so macht es natürlich jetzt ein bisschen mehr Sinn. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now you go. Get back home. Okay. Das werde ich niemals lernen, möchte ich nur mal kurz anmerken. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingerichtetes Patent 527 F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen. Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller, bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst, entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Okay. Jetzt ist es hier plötzlich abgesperrt. Nach unten kommen wir also nicht mehr. Gut. Wir setzen hier einen Cut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.